Stimmt das? Also wirklich jetzt, kann das denn wahr sein? Oha, das ist keine kleine Frage, das ist eine Gretchenfrage. Nun, wenn du es genau wissen willst, mit der Wahrheit verhält es sich wie mit dem Wissen. Naja, da beißt sich sprichwörtlich die Katze in den Schwanz. Wo fängt die Wahrheit an, wo hört sie auf? Gerne behelfen sich einige damit, dass sie behaupten, es gebe schließlich mehrere Wahrheiten. Das denke ich nicht. Es ist eine Frage der Präzision. Sicherlich sind da diverse wahr, aber sie gehören schlussendlich zu einer einzigen Wahrheit. Lass es mich im Bilde veranschaulichen, mit einem Buch. Und wie heißt es so schön im Englischen? Don't judge a book by its cover. Und doch, genau das machen die meisten. Sie lassen sich auch gern dazu hinreißen, ihre volle Wertung der Wahrheit von noch weniger Informationen abhängig zu machen. Wenn du dieses Buch nun aus diesem speziellen Blickwinkel betrachtest, dann siehst du ein schmales, hochkantes Rechteck. Dies ist der Rücken des Buches und was du siehst, ist wahr und doch nur ein sehr kleiner Teil der Wahrheit. Dieser Ausschnitt befähigt dich keinesfalls dazu, bewerten zu können, was es mit diesem Buch auf sich hat. Auch wenn sich der Titel auf diesem schmalen Grat der Wahrheit ablesen lässt. Wenn ich dir das Buch mit einem anderen Blickwinkel präsentiere, dann siehst du die Front. Mit deutlich mehr Fläche und mit mehr Informationen. Tatsächlich ist es eine vollkommen andere Sicht auf dasselbe Ding. Und nun, auch diese Sicht ist wahr. Und wieder nur, wenn auch weit mehr, ein Teil der Wahrheit. Und? Meinst du, du kannst nun Aussagen darüber treffen, worum es geht? Okay. Vielleicht kennst du mich, die Autorin, hast schon Erfahrung mit mir gemacht, sodass du meinst, dass du es einschätzen kannst. Wohl wahr, doch nicht die ganze Wahrheit. Wenn wir beide nun das Buch endlich aufschlagen und durchblättern, erfassen wir wieder mehr von der Wahrheit. Jede einzelne Information, die wir erfassen, ist wahr, doch sie allein ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit nämlich verlangt zu verstehen, wie die einzelne Information in den Gesamtkontext eingebettet ist. Du kennst das ja von manipulativen Mitmenschen. Da werden gern relevante Informationen weggelassen, während andere Einzelheiten derart aufgebläht werden, dass ein völlig anderes Bild entsteht. Alles, was sie da sagen, ist an sich wahr, doch in der Bewertung keinesfalls der Wahrheit entsprechend. Wenn du nun also, ohne selbst zu prüfen, deren Bewertung einfach schluckst, wie willst du da wissen, ob sie die Wahrheit sprechen? Auch wenn sie auf Wahres verweisen können. Stellen wir uns doch einfach uneingeschränkt der vollen Wahrheit. Keiner kann alles wissen. Jeder sieht nur einen Teil. Und wer fulminant behauptet, alles zu wissen, weiß wohl am wenigsten. Auch wieder wichtig zu wissen. Natürlich ist es wahrlich herausfordernd, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das meiste, was einem als Wissen vermittelt wird, nichts weiter als eine Meinung ist. Und dummerweise ist Meinung ein billiges Gut auf diesem Planeten. Wenn du dich nun also unabhängig machen möchtest von der Meinung anderer, lade ich dich zu einer neuen Erfahrung ein. In meinem kostenfreien Live-Workshop. Da heißt es Augen und Ohren aufgesperrt für mehr Erkenntnis im Sinne der Befreiung von Manipulation und Meinungsmache. Klicke jetzt auf den Link.